nicht okay. den Computer. Doch. Ich bin gerade ein bisschen schock, das haben wir nicht gesehen. Es war Offstream und ich habe es nicht mitbekommen. King hat gegen den Fasan gewonnen, 3-1. Oh. Hat den Fasan rausgehauen. Oh. Und wir das tatsächlich tun, steckt voller Überraschung. King in Top 8 von Losers Round 1 an. Wen hat er alles rausgehauen? Er hat gegen Haya gewonnen, dann hat er gegen Magic gewonnen, hat fast verloren sogar, 3-2. Ja, dann hat dann gegen Paseco 3-2 gewonnen. Win. Hat dann gegen Ludiking ja, 3-0 ja. gewonnen. Und der ist ja auch Fasan drauf, Fasan 3-1. Und jetzt hier. Spielt jetzt dann gegen Third oder... Nee, tatsächlich. Squiltendorf Third war offscreen. Ja. Squiltendorf 3-1 gewonnen. Ah, okay. Dann spielt er jetzt gegen Squiltendorf. Das heißt, wir sehen ihn wieder und gucken und sehen ihn wieder gegen Falco. Genau so ist es. Ja, gehen wir ins entscheidende Match, wer den letzten Top-6-Spot bekommt. Aber kann man das so sagen? Doch schon. Ja. Wer den letzten Top-6-Spot bekommt. Winner darf dann gegen den Loser von Asta gegen Niki ja. oder Irfan gegen Kinso. Kinso ja. Wir haben einfach, ich wollte schon sagen, wir haben Fox-Tutor und Falco-Tutor. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja Fox-Icys. Ja. Oh, das ist irgendwie immer noch so, obwohl man weiß, dass Niki jetzt mittlerweile Icys-Main, das ist trotzdem noch irgendwie so. Es gibt so ein paar unspoken rules, und zwar der erste Charakter, mit dem du in der Szene dich beweist. Ja, ist irgendwie der, das ist jetzt ja, dein du trägst den als Schal ja. oder was auch immer. Das ist so ein Sticker, der auf deiner Stirn klebt, ja. wo steht, ich bin eigentlich ein Fox-Main, der gewechselt ist. Ja. Du bist dann nicht ein Icys-Main. Du bist der frühere Fox-Main, der jetzt Icy spielt. Ja. Tut mir leid, das sind die Regeln. Glaubst du, wenn ich Charakter switchen würde, dass ich jemals den Yoshi loswerden würde? Ich glaube nicht. Nee, also dich verbindet man sowieso mit dem gelben Yoshi. Das geht einfach nicht anders. Ja, obwohl ich den ja auch nicht mehr... Also ich wechsle ja jetzt immer durch. Aber es passiert wirklich, dass... Ich glaube, bei jedem Turnier fragt mich jemand so, hä, spielst du nicht eigentlich gelb? Ja. Das ist ja heftig, du hast sogar die Farbe etabliert. Ja, und das muss man erstmal schaffen. War nicht mal gut. Ja, aber du warst immer, du warst war halt immer da. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, du warst nicht gut, nicht gut. Also komm. Naja, aber ich war auf jeden Fall, ich habe schon quasi angefangen, so andere Farben zu spielen, da wurde ich erst so ein bisschen besser. Aber als ich nur gelb gespielt habe, da war ich immer noch ein Schitter. Also. Aber du hattest immer auch dieses Shirt mit dem gelben Yoshi. Oder mit das dem war gelben grüner, Yoshi-Ei. Grüner Yoshi. War das war doch ich hatte aber ein gelbes Yoshi-Ei am Controller. Das stimmt. Nein, du hattest ein gelbes Shirt. Nein, das ist Mandela-Effekt gerade. Nee, ja, du hast. Ja, das ist nee, Mandela-Effekt nee, für dich. Nee. Du hast glaube ich, schon nach dem ersten Turnier gesagt, dass das gelb war und es war nie gelb. Es ist einfach immer grün gewesen. Aber. Chat, wer Siri kennt, sagt mir jetzt, ob das Shirt von ihm gelb war oder nicht. Ich habe ein neues mittlerweile. Oha, this goes hard. Können wir einmal. Oh, ja, das ist zu spät. Wir zeigen es gleich. Ein paar Leute haben schon gesehen. Ja, Shirts that go hard. Das hat mir meine Freundin geschenkt. Die hat gemeint, jetzt muss ich jedes Mal bei Turnieren muss das Shirt anziehen. Yoshi Park geht ja. echt hart. Ich war letztens im Universal Studio Park in Japan und da gab es diese Yoshi Ride. Mhm. Und da musste ich zumindest für einen kurzen Moment auch an dich denken. Nice. Muss ich ganz kurz sagen. Also heißt es wirklich, dass ich diesen Yoshi schon so mit dir verbinde. Ja. Das ist schon heftig. Das ist sehr süß. Was auch sehr süßer war, diese Down-Air. Oh, und nochmal eine Down-Air. Was ist das denn? Okay, es liegt aber leider. Aber zwei schnelle Gims von King. Also, ja. Der will dir den Sack zumachen. Der ja. denkt so, okay, ich habe zwei in Losers, muss ich jetzt spielen. Aber, Shinespike und nochmal ein Shinespike. Okay, ey, Gims City. Ich muss sagen, Squiltendorfs, näher into Shine, es gibt keine schnellere... Es ist sehr du hast, gefährlich. Du hast keinen kleinen Moment, um überhaupt irgendwas aus deinem Schild rauszudrücken. Weil der Schein, der ist... Ja, da ist er wieder. Frame perfect. Der Pressure ist einfach immer da. Du musst halt hoffen, dass du wenig Prozent hast, damit du Scratch canceln kannst. Ja. Und dann irgendwie was zu machen daraus. Oder dass der Schild so ein bisschen okay. weggespaced ist, weil sonst bist du einfach in diesem Lock drin. Ja, und jetzt gucken die so ein bisschen, okay, wen kann ich hier gimpen? Oh. Becker, ja. Sag mal, bei all den Gimps war ich gerade so, oh, Upthrow, stimmt, existiert ja noch. Ja. Also allgemein so Kinso gegen Squiltendorf, ich habe da kaum Throws gesehen. Ja, es wurde sehr wenig gegrabt. Ja. Ja. Aber es ist noch, also Kinso zumindest ein Spieler, der nicht bekannt ist für Shiden. Noch nie bekannt ist für Shiden. Ja. Er hat immer, wenn er gecrouch-cancelt, aber Shield ein bisschen überbewertet. Deutsche Mango. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Also
Warum würdest du shielden, wenn du die ganze Zeit im gegnerischen Gesicht bist? Nee, genau so ist es. Oder wenn du Laser hast. Und wenn du dadurch so ein krasses Combo-Game hast. Und allgemein ein absoluter... Read. Krass. Die Down-Airs sitzen auf jeden Fall. Von sehr King. Clean. Ey, King ist on a run. Ja. Dingens, wenn du sowieso so ein God-Gamer bist wie King so... Kennst du die Mario Maker-Story? Ja, klar. Einfach insane. Einfach ja. insane. So. Auf jeden Fall für alle Leute, die es nicht wissen, Kinzo hat einfach irgendwie so in irgendeiner Trackmania oder was auch immer, geht auf die Leaderboards, irgendwo ist Kinzo mit einem Weltrekord. Ich kann es euch versprechen. Er ist einfach wirklich so ein Game, ein God-Gamer, kann man nicht anders sagen. So, aber jetzt geht es ja um den anderen God-Gamern. Ja, jetzt geht es ja um diese absoluten, wunderschönen Herren des Games. Und bisher muss ich sagen, King hat einen sehr interessanten Approach zum Neutral gegen Squiltendorf. Ganz anders als Kinzo, der für die Scrambles gegangen ist und gefightet hat bei jeder Situation. King, so ein bisschen vorsichtiger, guckt, was er aus den Openings bekommt und bisher funktioniert das super gut. Und vielleicht frustriert er ja auch damit ein bisschen Squiltendorf, der ja eher dafür bekannt ist, so einen krassen Rushdown zu haben. Ja, das stimmt. Ja, genau. Okay, Combo. Mhm. Oh. Alter, dass er einfach beide darf Double Jump. Okay. Die sind irgendwie so gerade so aneinander hin und her. Dragon Ball Z Style, so einmal, wir fliegen so aneinander vorbei. Ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich, weil wenn dann der Shine Spike kommt, dann ist. Ja, aber jeder ist too scared, um überhaupt auf Shine zu drücken. Das ist so heftig. Okay. Ja, kriegt das Upper 1, Upper 2. Oh, da wäre vielleicht so ein F-Tilt ganz gut gewesen. Sendet es nicht in die falsche nach vorne. Richtung. Okay. Backair, den Laser. Da kommt er. Ja, da kommt der Randall. Er wusste einfach. Man hat den Randall. Dash Attack into Dash Attack into L-Smash. Man hat diesen Randall wirklich nur für so ein Frame gesehen, aber das ist genug, dass Squiltendorf weiß, ich drifte jetzt so und ich lande perfekt drauf. Ich glaube, man hat ihn gar nicht gesehen. Ich glaube, er wusste einfach, dass er da ist. Das ist halt einfach wieder so. Yes. Da ist er. Das ist einfach der Nerd-Shit. Ja. Den brauchst du auf dem Niveau, kann den man nicht anders sagen. Ja. Da kannst du nicht hingehen und sagen, Shine ist Frame 4. Wie sonst recovern sollen jetzt gerade eben? Also das war ja wirklich fast die einzige Möglichkeit. Ja. Und da die Awareness zu haben, das spricht schon sehr für Squiltendorf. Mhm. Oh, da sind wieder die Shines. Nee. Oh, ein relativ crucial Drop. Ich dachte, das hat er jetzt gerade easy in der Tasche. Aber Paul driftet natürlich auch gut, das sei gesagt. So Baller mit der Downer einfach on stage. Oh, mit den Reverse Lasers. Die Nair Shield Poked, oder hat er losgelassen? So smart einfach Squiltendorf die Power Shield Laser wegzunehmen, einfach in die andere Richtung lasern. Ja. Und jetzt ist es Last Stock für Squiltendorf. Okay. Pauli Combo. Ja, ein bisschen zu früh, finde ich. Also ein bisschen zu früh versucht die Down Smash, aber es ist Last Stock, es ist alles drin. Wie hat er die gefunden? Okay, aber er kriegt den Schein. Und nochmal. Ja. Okay. Ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Er wird Counter-Schein. War das jetzt wegen den Chai Guys oder? Nee, das er wurde so einfach extended so Counter-Schein. Okay, er versucht das Slide offen, aber kriegt den Airdrop leider. Aber es ist back to neutral, so ein bisschen. Aber Khan auf jeden Fall hier in der Pressure-Situation. Alter, er hat quasi die Fox-Kombo gemacht. Also die Fox-Paul-Kombo. Ja. Er hat ihn weak back air into up smash, anstatt weak back air into down air zu machen. Aber also das war gerade so hochexplosiv aus dem Nichts das Opening gefunden, instantly gewusst, okay, hier kann ich jetzt noch mit dem up smash nachlegen. Das Match sah ja relativ gut aus für ihn, aber das dann so zu finishen bei so einer Pressure-Situation ist insane. Oh mein Gott, ich habe gerade voll die Shine down air einfach gesehen. Das wäre gut gesehen gewesen und... Wo kriegt er Aua? Er wird aber gehittet. Er hat den Jump sogar gecatcht. Ja. Aber da kriegt jetzt Squiltendorf doch viel raus. Ja. I should never doubt him. Okay. Yappi trifft den Kill auch. Ja. Sehr schön. Clean gemacht. So interessant. Guck mal, deswegen liebe ich Falco. Das ist so komplett anders als wie es Kinzo haben wir heute so noch nicht gesehen. Ja. Und auch so wieder komplett anderes Neutral als Kinzo gegen Squiltendorf. Ja. Wie sich die Falcos unterscheiden, ist. Ja, wir haben vorhin drüber geredet, wer ist der zweitbeste Falco in Deutschland, Irfan oder Fasan. Wir haben King nicht erwähnt und er macht gerade ein gutes Argument quasi für sich selber. Ja. King hat gesagt, er hat so
wie bei Barky so plötzlich nur noch so die weißen Augen und ist dann so hinter uns aufgetaucht, so bitte. Sie haben was gesagt. Ja, auf jeden Fall, King will uns jetzt hier was beweisen und bisher funktioniert das auch sehr gut. Ich bin unglaublich impressed davon, dass Squiltendorf ist wirklich so ein Spieler, der überrennt dich. Wirklich, ja. Der kann dich bulldozern wie noch was. Es funktioniert nicht gegen King. Ja. Er kann einfach nicht so einen Flow bisher starten, wie es gegen andere Spieler möglich ist, weil King einfach auch ein sehr gutes defensives Game hat und weiß, so kann ich slow machen. Aber King, jetzt gerade in der Pentolie. Zu oft auch von diesen Side-Bs getroffen, von ja. den Side-B-Recoveries. Backairs geht noch nicht ganz. Ja. Was glaubst du, warum ist er für die Backair gegangen? Ich glaube, er hätte auch abwehren können. Ja, ich glaube, ja. Vielleicht dachte er sich so, okay, ich mache so ein DI-Mix-Up, aber okay. Das ist sich nicht ausgezahlt. Das könnte es gewesen sein. Geht für die Ledge. Okay. Ich hätte einen Up-Tilt gesehen, aber ich weiß auch nicht, ob der was gebracht hätte. Kriegt die Backair. Nochmal Backair, das war's, ja. Okay, sau schwer jetzt für King. Ja, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, manchmal hat Falco halt auch irgendwie Probleme zu killen. Verstehe nicht, wie das sein kann. Ja. Aber manchmal kommt es einfach so. Okay, mal gucken, ob King hier nochmal so eine Combo findet, um es even zu machen. Ja. Er readet den Spot Dodge. Mhm. Jetzt geht's okay, los. Aber Counterschein. Okay. Oh, Downer. Jetzt kommt der Laser. Pressure. Ja. Pressure. 64%, aber ja. Ziemlich viel. Ja. Einfach wirklich so, jetzt weiß man halt auch so, Squiltendorf okay, vielleicht ein kleinen Tick nervös geworden. Counterschein, okay. F-Throw? Schon 30%. Nee, Up-throw. Das killt doch nicht. Ja, das killt. Oh, Stadium. Ja, stimmt. Da war ich kurz auf Dreamland, entschuldige. Wow. Khan Sweep. So. Ich lese auch im Chat, King eher der Geduldsfaden-Gamer. Würde ich so unterstreichen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Der dann aber auch wirklich, also ich weiß nicht, ich sehe so einen Mix aus Irfan und Kinso. Weißt du so, ich mach low, ich mach defensiv, Kombo-Starter, jetzt explodierst du. Ich finde ihn nochmal ganz eigen. Ich würde nicht sagen, dass er eine Mischung ist aus den beiden. Es ist nochmal was Eigenes. Weil ich finde ihn nochmal so ein bisschen defensiver und so ein bisschen doch schon defensiver, nicht ganz so viel Bait wie Irfan, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, er ist so der Booksmart Falco. Ja. Quasi, weißt du? Oh, da hätte ich nochmal eine Dash Attack gesehen. Aber Kinso ist der Money Smart Falco. Er ist einfach der Street Smart Falco. Nice. Es sieht sehr gut aus für Squiltendorf gerade. Ja. Er kriegt den nächsten Sock. Kings defensives Game scheint mir ein bisschen entschlüsselt at this point. Ja, die Pressure von Squilton, der ist einfach zu hart, wenn er mal reinkommt. Ja, das ist die Sache. Er smasht, killt noch nicht. Er hat sehr viele Probleme hier zu killen. Er kriegt irgendwie die Kill-Moves nicht. Ja, okay, ja. Down-Air. Ich muss auch sagen, Squiltendorf hat heftige Recovery-Mix-Ups. Also oft gehen die Stocks länger, als sie gehen müssen. Okay. Let's go. Es geht noch weiter? Ja. Ja, das war jetzt schwer. Ich glaube, da ist als Falco echt Schwierigkeiten, außer du hast so diese Mango-Wave-Dashes. Da ein schlechtes Space näher, dass er die mit so einem Shine Out of Shield punishen kann. Okay. Okay. Er kommt zurück. Oh, nice Mix-Up. War richtig gut, der Air-Dodge gerade eben. Ich hätte gebackert einfach. Ja. Vielleicht wollte er nochmal so eine Shine-Uppy-Kombo quasi machen für den Kill, aber... Das ist jetzt wichtig. Er muss diesen Stock jetzt holen, bevor er auf die 80er oder 90er zugeht. Ja, wird ihm nicht gelingen. Ja. Ja, wenn er den Stock verliert. Ja, den Stock holt vor ihm. Oder und diese Dash-Attacks, das ist zu nervös. Squiltendorf weiß, dass jetzt King nach so etwas sucht. Das Comeback hier zu machen, sehr, sehr schwer. Der Schein! Bekommt der Scheine! Das war's. Bekommt der Scheine! Wo kam der Schein auf einmal her? Also, jeder Vogel im Land sollte Angst haben vor diesem Mann. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, Ich realisiere das manchmal gar nicht, wie schnell er hinter dir oder vor dir auftaucht mit einem Schein und plötzlich ist der Gegner auf Stage und keine Ahnung. So, that's it. Das war es meistens, ja. Aber trotzdem, unironisch, sehr guter Run von King. Muss das Run 1 bis Top 8? Ja, wo ist er? Er ist immer noch da, ich glaube, sie reden noch miteinander. Wir müssen noch ein bisschen quatschen. Hinter der Bühne. Oder auf der Bühne. Es war ein sehr guter Run.
Losers Round 1 bis Top 8 ist immer impressive, auch weil da so viel Stamina gefragt wird von jemandem. Ja, auf jeden Fall. Und das dann so durchzuziehen, ist halt einfach impressive. Gegen einen Spieler wie Squiltendorf dann rauszufliegen, ist halt auch keine Schande. Nee, auch absolut nicht. Point in the bracket. Heftig. Also bisher muss ich sagen, Kiezklatsche geht anders hart. Es ist ein tolles Bracket hier.